Hallo, eine neue Folge Radar. Wir sind hier unter der Sternbrücke. Da drüben ist Wagenbau Fundbüro. Schauen wir uns einmal hier um. Da hinten die Schanze, kennt man auch. Ja, und hier ist die Astra-Stube. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, gerade standen wir noch draußen vor der Astra-Stube, jetzt sind wir hier drin. Daniel Hüttmann ist heute da und Cindy Gusinski. Daniel, du bist der erste Vorsitzende hier im Laden, machst den ganzen Spaß hier schon eine Weile. Und du, Cindy, machst hier Booking. Mhm. Das sind meine Infos, die ich habe. Wie geht's euch so während Corona? Was treibt ihr hier so? Ja, ich habe das Glück, dass ich noch einen normalen Job nebenbei habe und bin dadurch gut beschäftigt. Vermisse natürlich die Konzerte total, auch das ganze Miteinander, das ganze Team, die ganzen Leute. Man hat es zwischenzeitlich natürlich gehasst, das hat jeder in der Musikbranche immer. Die Bands, die Gäste, die manchmal auch natürlich ein bisschen überschwänglich sind, aber selbst das vermisse ich mittlerweile. Ja. Ja. So irgendwie an der Kasse rumzudiskutieren, fehlt tatsächlich auch schon total. Ja. Ja, der ganze soziale Faktor ist weggefallen. So, ja. Die reinste Verwaltung bleibt noch übrig. Ja, ja, der soziale Kontakt vor allen Dingen. Ja. Ne? Also mir fehlen halt unsere Bookerinnen, unsere Tresenfrauen und Männer und unsere Technikerinnen. Ja. Weil das war halt sonst so immer die Woche halt die Menschen, die man am häufigsten gesehen hat. So, und mit denen man auch am häufigsten Kontakt über WhatsApp hatte. Ja. Weil halt irgendwas kaputt war oder so. Ne? Oder irgendwas gemacht werden musste. Und das fehlt halt auch. Und Konzerte auf jeden Fall. Also Menschen hier im Club fehlt halt wahnsinnig. Total. Wir haben halt auch immer so liebe Bands hier und die Gäste sind eigentlich auch immer so super. Also es gibt natürlich die Ausnahmen, aber es fehlt halt echt komplett. Es sind immer so die kleinen, herzlichen Bands, auch wenn wir mal große Bands hier haben. Es ist einfach alles immer so nett und toll und es fehlt echt schon sehr, sehr doll. Ja, Astra-Stube ist auch mit ein Grund, also dass wir hier mit euch, es war schon länger irgendwie geplant, hat ein bisschen gestolpert, aber jetzt ist es dann soweit, weil ihr hier auch echt an einem harten Drehkreuz sind. So, ne? Da ist ein Wagenbau, Fundbüro, hier sind wir an der Sternbrücke, die soll neu gebaut werden. Der Laden hier hat ja erstmal so, wie er jetzt gerade ist, nicht mehr die große Zukunft. Ja. Wie sieht das aus? Was gibt es da für Pläne gerade aktuell? Also die Pläne gibt es viele. Also es wurde ja viel diskutiert, dieses Kulturhaus, was wir drei Clubs, Wagenbau, Fundbüro und Astra-Stube sozusagen entworfen haben mit dem Architekten zusammen, dass das gebaut werden soll. Das steht erst noch ein bisschen in den Sternen, ist klar so. Unser Mietvertrag läuft noch bis zum 31.12.22. Also unsere Mietverträge hier werden halt immer 2 Jahre, immer nur im Zwei-Jahres-Rhythmus verlängert. Ja. Und der aktuelle läuft bis zum 31.12.22. Und dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal einen Aufschub bis März 23, so. Aber Ende 22 wird diese Brücke halt abgerissen, auf jeden Fall. Und das ist safe? Also wir denken, dass das sehr, 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 sehr safe ist. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding nochmal restauriert wird oder renoviert wird, das glaube ich nicht. Ja. Also es muss ja auch was passieren, man merkt das ja, wenn die Bahn hier vorbeifährt, das ist kurz so ein oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon spannend manchmal. Also das ist auch doller geworden oder was? Also war das früher weniger rumpelig oder? Ja, total. Ja. Dadurch, dass jetzt oben halt auch viel mehr Güterverkehr fährt, merken wir es hier. Also diese S-Bahn und diese normalen Bahnen hat man gar nicht so mitbekommen, klar so ein bisschen. Aber jetzt der ganze Güterverkehr, also da rumpelt es hier halt schon echt krass. Ja. Und ich merke das immer, wenn ich hier wieder in den Club reinkomme, dass halt hier verteilt auf dem Tresen, auf dem Boden halt oben von der Decke halt der Putz rieselt. So. Ja. Und das ist halt im letzten halben Jahr extrem mehr geworden. Ja, und im Lager sieht man das auch, da wo wir unseren Backstage haben. So, wenn du da reinkommst und irgendwie eine Woche nicht gefegt hast, ist alles weiß. Und Wie ist das eigentlich so? Das ist die Zukunft heißt, eventuell passiert hier das mit dem Clubhaus. Da gibt es starke Befürworter auch in der Stadt und so weiter. Ja. Da habt ihr schon quasi eine Lobby, kann man sagen, die da auch schon mit dabei ist, zu sagen, okay, wir wollen das realisieren. Auf jeden Fall, das haben wir auf jeden Fall. Also durch den Wagenbau, durch John Schlierhorn, der uns sozusagen unser Sprecher ist und sich auch sehr gut mit sowas auskennt und auch gut mit der Politik, mit der Stadt kann, haben wir halt einen guten Sprecher, der für uns spricht und uns auch die ganzen Sachen halt safe machen möchte. Und wir gehen da mit einem guten Gefühl rein, eigentlich, dass wir das große Kulturhaus, das schöne Kulturhaus bauen können. Ja. Das ist die Zukunft. Vergangenheitsmäßig ist auch, heißt es ja hier so, uralter Laden, schon lange am Start. Seit wann ist die Astra-Stube als kleiner Live-Club hier am Laufen? Also Cindy hat es mir gerade nochmal gesagt, weil ich es immer vergessen. 21 Jahre. Seit 21 Jahren. Vorher war es halt eine ganz normale Kneipe, eine Gaststätte. Ja.
Und dann ist er von der Pferdestall Kultur GmbH sozusagen ja, bewirtschaftet worden als Live-Club. Mhm. Und ich bin vor knapp zehn Jahren nach Hamburg gekommen und habe dann bei der Agentur angefangen zu arbeiten, die halt diesen Club hier bespielt hat und habe dann auch meine Ausbildung tatsächlich gemacht. Ja. Also ich habe meine Ausbildung in der Astra-Stube gemacht. Zum Veranstaltungskaufmann. Okay, du von der Pike auf quasi so hier? Ja, also hier auf jeden Fall von der Pike aus. Ich habe vorher natürlich schon Konzerte gemacht und war auf Tour und so, aber wo ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich dann hier nochmal mehr gelernt, was ich vorher nicht hatte. Okay. Seit wann bist du hier dabei in der Astra-Stube? 4 Jahre, glaube ich. Also September sind es 4 Jahre. Ja. Ja. Okay, und was, wir hatten es auch vorher schon mal so, aber Astra-Stube, ich hatte dann auch immer gedacht, okay, da ist halt hier Hamburg, Astra-Bier, irgendwas wird da am Laufen sein, so, aber das ist ja gar nicht so hier. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nee, auf keinen Fall. Also der Name war halt schon bei der Gaststätte so und bei der Kneipe und der ist dann übernommen worden. Also wir kriegen keine Förderung oder keine Sponsorengelder von Astra. Ja. So, wir haben der Name ist einfach Programm halt auch und ich glaube, den Namen zu ändern kam uns halt auch nie in den Sinn. Ja. So, also das ist auch Quatsch. Okay, der wird auch so bleiben, wenn ihr umzieht? Ja, auf jeden Fall. Den würden wir behalten, weil es ist ja halt auch schon wirklich ein Name. So, also wenn man halt skandinavische Bands oder so fragt, die kennen halt alle den Laden. Die kennen halt die Astra-Stube. Ja, so, wäre fatal, halt, da irgendwie einen neuen auf jeden Quatsch Fall. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktionieren würde. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ihr seid auch, ist auch so ein Punkt. Ihr seid ja voll dafür bekannt, gerade für NachwuchskünstlerInnen eine Bühne zu sein. Das Erste ist, wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, wie viele Leute passen hier rein? Gäbe es kein Corona? Es sind eigentlich 80, es kommt aber ganz auf das Publikum an. Also wenn wir jetzt hier eine Band haben, wo wir junges Publikum haben, dann sind die 80 auf jeden Fall drin. Ja. Wenn wir aber so ein Metal-Konzert haben, dann ist das Publikum, sieht da schon ein bisschen anders aus. Ältere Männer und Frauen, vor allem viele Männer, dann auch ein bisschen stämmiger sind. Ja. Da habe ich schon mal Daniel irgendwie angerufen und meinte, ich habe erst 58 Leute drin, aber ich kriege hier keinen mehr rein. ich muss das Ding hier jetzt als ausverkauft ausschildern. Ja. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber so 80 ist der Regelfall, bei Partys sind es dann 100, wenn die Bühne dann noch mit drin ist. Ja. Und das war auch, also so Nachwuchskünstlerbühne, dafür seid ihr bekannt. Da habt ihr auch so hier in der Stadt immer mal wieder irgendwie ein bisschen für Furore gesorgt dann auch so, also Preise gewonnen, pipapo. Die Finanzierung lief die auch eben einfach über Konzerte oder war da tatsächlich auch so, wie klassisch, wie sag ich mal, bei uns bei der Stubnitz irgendwie so, du machst halt Partys, Tresenumsatz und Querfinanzierung und so weiter? Ja, also eigentlich genauso. Also mit den Konzerten machen wir keinen Gewinn und unsere Mieten und Nebenkosten zahlen wir mit den Partys. So. Ja. Also der Club wir sind halt ein Non-Profit-Club, ganz einfach. Und am Ende des Monats, am Ende des Jahres gehen wir meistens mit einem Minus raus und nicht mit einem Plus. So. Wir machen den Laden mit Herzblut und mit viel Herzblut und wollen einfach Künstlerinnen halt auch dann, vor allem die keiner kennt, halt eine Plattform bieten. Und ich meine, wie oft haben wir hier Konzerte, wo wir sagen, boah, die Band ist mega geil und hier kommen 3 Leute. Ja. Und die haben Gästeliste. Und dann hast du wieder Konzerte, wo du denkst, okay, da kommt keiner und dann ist der Laden bums voll. Mhm. So, das ist halt echt immer so ein 50-50-Ding hier bei uns. Und ihr fahrt ja schon auch, also so jetzt gerade fährt niemand Level, aber so vor Corona hattet ihr ja schon auch, wie viele Konzerte waren das im Jahr oder Veranstaltungen? Weil also in meiner Wahrnehmung habt ihr verdammt oft offen. Es war auf jeden Fall irgendwas über 250, glaube ich. Wir haben im Monat so, kannst du rechnen, in der Woche... Ja, 4 Konzerte auf jeden Fall und dann eigentlich 5. Und am Wochenende, Freitag, Samstag dann halt die Partys. So, ja. Also 260, 270 Konzerte im Jahr. Okay. Plus Partys dann oben drauf haben wir auf jeden Fall. Ja, das ist eine stabile Nummer so. Ja. Und das macht ihr als e.V.? Ja, genau, als Verein. Ja, genau. Aber da auch keine Gemeinnützigkeit hin, ihr seid ein betriebswirtschaftlich arbeitender Verein. Ja. Okay. Wie habt ihr das dann seit Corona? Habt ihr ein bisschen... Gerade in den wärmeren Monaten war der viel im Schrödinger. Genau, wir haben dann halt mit dem Schrödinger zusammen dann dieses Open Air da auf die Beine gestellt, würde ich sagen, mit John und Claudi. Und haben halt mit der Astra-Stube dort die Veranstaltung gemacht. Und das lief halt super. So. Ja. Und, die Bands und die Agenturen waren total froh, weil letztes Jahr war ja auch alles neu. Ja. Ne? Was darf man draußen, wie macht man es draußen? Und da hatten wir halt auch große Bands auf jeden Fall. Ne? Mit Le Fly und den ganzen Leuten. Das war halt echt super schön. So. Ja. Und das versuchen wir dieses Jahr, wenn wir dann dürfen, halt natürlich wieder zu machen. Das Programm ist gebucht. Wir müssen dann nur gucken, ab wann wir da mal raus dürfen. Was heißt dürfen? Ich habe gehört, es gibt einen großen Hamburger Festivalsommer.
Da hoffen wir alle drauf, dass es den gibt. Also wir gehen davon aus, dass es ab Juli stattfinden wird. Also ja. Wir hatten das Booking schon eigentlich im Mai und Juni gemacht und werden jetzt aber die Konzerte vom Mai und Juni halt in den Juli, August, September verschieben, okay. Weil wir denken, wenn es stattfinden wird, wie im letzten Jahr, dann wird das ab Juli stattfinden und nicht vorher. Ja. Okay. Und macht ihr das mit Schrödinger zusammen oder ist das habt ihr mit anderen Leuten noch eine Kollaboration da? Ist das ein ganzes Netzwerk? Ist das nur die Astra-Stube oder? Nee, es ist die Astra-Stube als Veranstalter auf jeden Fall. Und im letzten Jahr habe ich halt Nils Hergen nicht kennengelernt, aber ich kannte ihn schon vorher, aber da habe ich ihn kennengelernt. Ich saß mit meiner Freundin im Schrödingers, so, und da war noch gar nicht die Rede von Open Airs. Und wir saßen da halt, haben ein Bierchen getrunken und haben gesagt, so, ey, das Ding hier ist prädestiniert dafür, Konzerte zu machen. Das war im Mai. Ja. Und dann sagte Claudia aus dem Wagenbau so, ja, das hat Nils Hergen auch schon gesagt. Ach Quatsch, das hat Nils auch schon gesagt. Dann habe ich direkt Nils angerufen. Ich so, hast du gerade Zeit? Komm mal rum in Schrödingers, lass uns mal quatschen. Nils ist sofort rübergekommen und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von einem Tag oder einem Nachmittag schon das Festival geplant eigentlich und haben dann das Booking innerhalb von 2 Wochen durchgezogen. Okay. Und das ging alles relativ schnell, auf jeden Fall. Das waren schon auch einige Veranstaltungen, die halt dann durchliefen im Sommer so, ne? Boah, was hatten wir? 30 mit Sicherheit, ne? Ich glaube, ein bisschen. Knapp 30 Konzerte, die wir hatten, ja. Ja. Genau, das lief dann auch so, dass ihr am Schluss sagen konntet, okay, gut, da sind wir über die Runden gekommen und die Leute... Nee, wir haben nichts verdient. Also an den Open Airs haben wir nichts verdient und wir hätten auch diese Konzerte wahrscheinlich nicht so stattfinden lassen können, hätte es halt letztes Jahr nicht diesen Open Air-Fonds gegeben, wo sich Open Airs beworben konnten. Das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft. Ja. Also dann wären wir auf jeden Fall wahrscheinlich mit einem sehr, sehr großen Minus aus der ganzen Sache rausgegangen, weil wir natürlich dem Schrödingers auch eine Miete bezahlt haben. Und wir wollen natürlich auch unsere Leute halt auch bezahlen, die dort arbeiten. Und vor allem die Bands bezahlen, die auch keine Kohle bekommen haben. Und ohne eine Förderung ist das überhaupt nicht möglich, weil es passen 200 Leute sitzend da rein. Ja. Und wie hoch willst du den Vorverkaufspreis machen, damit du da mit einem Plus rausgehst? Das müssen schon 50 Euro knapp sein. So. Und das wollte halt keiner von uns. Wenn wir da schon so drinstecken, jetzt von wegen, so wie viele Leute passen rein, was kann man an Konzertpreisen verlangen, was denkt ihr, so das Modell, wie wir früher gearbeitet haben, ich sag jetzt mal, wir als Veranstalterszene so generell mit Partyumsatz am Wochenende und Konzertbetrieb unter der Woche, so mehr oder weniger, die Querfinanzierung geht nicht mehr, wie sieht die Zukunft für Live-Musikspielstätten wie die Astra-Stube aus? Schwierig. Habt ihr da Ideen oder eine Ahnung oder ist das einfach so auf Sicht fahren und mal schauen, was passiert? Oder? Ich glaube, das ist halt auch alles wirklich noch Zukunftsmusik. Ne? Also planen ist jetzt ja auch einfach gar nicht möglich. Wir müssen einfach schauen, das auf uns zukommen lassen. Ja, das denke ich auch. Also die ganzen Konzerte, die wir letztes Jahr in dieses Jahr verschoben haben, sind halt jetzt alle in 22 verschoben. So. Also ich glaube, selbst wenn es heißen sollte, ja, die Clubs dürfen wieder aufmachen im Oktober, wie auch immer diesen Jahres, werden wir hier keine Konzerte machen können, wenn immer noch diese Abstandsregeln gelten, weil dann kriegen wir hier 4 Leute rein. 4,5, Entschuldigung, 4,5 Leute rein. Und das ist ja null wirtschaftlich so. Und ich glaube, dass wir als Club auf jeden Fall umdenken müssen oder dass die Clubs umdenken müssen. Wie finanziere ich meinen Club denn jetzt? Ne? Weil genau was du gerade sagst, so Querfinanzierung durch die Partys findet erstmal überhaupt nicht statt. Also kein Stück, weil wir können hier keine Partys mit 100 Leuten machen. Wenn das wieder so ist, super, dann können wir wieder genauso farmen, wie wir das vorher gemacht haben. Ja. Aber da glaube ich halt noch nicht dran. Auch noch nicht nächstes Jahr, wenn ich ganz ehrlich bin. So ist es ein bisschen düster, irgendwie das zu sagen. Aber das man ist halt schwierig. Man zoomt sich halt auch so rein. Ne? Genau. Das ist halt das Problem. Und ich glaube, da ist halt dann aber auch die Stadt Hamburg dran, zu sagen, okay, ihr könnt nicht so arbeiten, wie ihr vorher gearbeitet habt. Wir machen halt einen Ausfallfonds oder wie auch immer, dass ihr trotzdem Konzerte machen könnt und Partys mit weniger Leuten, wir aber die Differenz halt irgendwie zahlen. So könnte es funktionieren. Ja. So, dass die, ich meine, die BKM hier in Hamburg und die Stadt und die Kulturbehörde ist natürlich auf der Clubseite. Die haben, glaube ich, im letzten, solange wie es den Corona gibt, sehr viel gelernt, sagen wir es mal so. Ja, es ist eine steile Lernkurve. Es ist eine steile Lernkurve. Ja. Am Anfang wussten die gar nicht, was wir überhaupt machen. Also die Kulturbehörde hatte keine Ahnung, wie zum Beispiel die Astra-Stube funktioniert, wo wir denen zum ersten Mal unseren Finanzplan geschickt haben. So, ey, das bräuchten wir monatlich von euch. Total schön, dass ihr uns unterstützen wollt. Ja. Das bräuchten wir. Die hatten überhaupt keine Ahnung. So, und wir sind ja als kleiner Club, wir haben ja relativ wenig auf der Uhr, wenn man das überlegt. Aber wenn man dann so einen Club nimmt wie das Molotow oder wie das Knus, die ja viel, viel mehr zahlen müssen, da hat die Kulturbehörde, glaube ich, einiges gelernt, also was zu so einem Club überhaupt dazugehört. Ja, also so ist auch im Endeffekt so die kleine Story, dass es Plattenfrost der Television gibt, ist der Grund, dass wir selbst gemerkt haben, auch gerade beim Einreichen von Anträgen und so weiter und beim Reden mit Leuten so, hey, eigentlich haben ganz wenige Menschen eine Peilung darüber, wie überhaupt die Szene funktioniert. Ja, komplett. So. Also wie geht das? Wer macht da was? Wie viele Personen sind da auch beinhaltet? So, und man hat ja auch davor immer das Gefühl, so, okay, es gibt MusikerInnen und KünstlerInnen,
Aber der ganze Staff, der im Hintergrund noch arbeitet, auf so viele Positionen, wo die Politik oder die anderen Leute nicht auf dem Schirm haben, wie groß ist das Astra-Stuben-Team dann so? 15. Ich würde auch 15 sagen. Mit allen, also mit TechnikerInnen, ja. Tresen, Leuten, ja. DurchführerInnen. Ich würde auch 15 sagen. Daniel. Ich würd auch 15 sagen. So. Ja. Wenn sie in der 17 sind, ist es okay, aber ich würde auch mal 15 Leute sagen. Mhm. Im Kernteam. So. Ja, cool. Ich würde mal sagen, wir schauen eine kleine Runde ins Archiv, geben uns ein bisschen Live-Mucke und sehen uns dann gleich wieder hier im Tresen. Bis gleich. We'll be right back.
Ja, das war was aus dem Archiv. Und hier geht es jetzt weiter ein bisschen mit Geschnacke und so. Cindy, mal dich gefragt, wie kam es dazu, dass du überhaupt so viel für Musik arbeitest und eigentlich deine Brötchen ja sowieso noch woanders verdienst? Also was macht dich zur Überzeugungstäterin in Sachen Live-Musik und Clubkultur und sowas? Ich komme ursprünglich aus Lübeck und da hat das Ganze angefangen. Da habe ich mit einem Freund angefangen, Konzerte zu veranstalten, weil es da nichts gibt. Mhm. Also super, super wenig. Dann haben wir irgendwie versucht, so eine Lücke zu finden. Das hat absolut gar nicht geklappt. Also es hatte schon einen Grund, warum da keine Veranstaltungen stattfinden, weil da kommt auch keiner. Dann bin ich irgendwann nach Hamburg gezogen, bin da irgendwie ins Gängeviertel reingerutscht anfangs. Bis Daniel mich dann vor 4 Jahren in die Astra-Stube gezogen hat. Ja. Und ja, es ist einfach, ich finde es total wichtig, kleiner. Also ich habe schon immer kleinere Bands gebucht und halt diese Newcomer-Förderung finde ich einfach super spannend, weil ich stehe selber total auf diese kleinen Spartenbands und ja, das macht einfach super viel Spaß. Also Spartenbands auch gerade, weil halt so genremäßig viel mehr passiert oder irgendwie so neues spannendes Zeug rauskommt oder so? Ja, oder? Total. Man kriegt das ja gar nicht so mit, wenn man irgendwie nur Radio hört, würde ich mal sagen. Ja. Und es gibt halt so viele Bands, die eine Chance verdient haben, die halt unfassbar gute Musiker sind. Und das sollte man einfach irgendwie versuchen zu pushen, auf jeden Fall. Ja. Und wie dann besser, als wenn Konzerte machen, ne? Ja, voll. Ja. Ja. Geht mir ja quasi auch so ähnlich. Ja. Oder ich glaube auch einigen von uns so insgesamt. Ja, bei dir so eine ähnliche Story, oder? Ja, schon. Also ich habe halt, ich komme aus dem Emsland, aus Lingen und habe da angefangen im Jugendzentrum zu arbeiten. Dann habe ich das Abi-Festival in Lingen ganz lange gebucht und bin dann halt nach Hamburg gezogen und durch die Kontakte durchs Abi-Festival dann auf Tour gefahren und dann auch durch die Kontakte durchs Abi-Festival dann hier irgendwie gelandet. Und ich habe halt einen kleinen anderen Musikgeschmack als Cindy. Also es gibt Überschneidungen auf jeden Fall, aber wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Also Cindy ist da eher so im Emo-Hardcore-Bereich. Nee, da bin ich ja schon lange rausgewachsen. Da ist sie schon lange rausgewachsen. Ja, guck mal an, siehst du? Ich bin schon auf deiner Seite jetzt. Außer hier, Max Giesinger. Ja, Erding meinst du. Für den mal ja nur Merch. Nee, aber das passt halt ganz gut, weil Cindy und Marc, der auch unser Booker ist, und ich, wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. So, also wir mögen auf jeden Fall den gleichen Scheiß und finden es auch cool, wenn was Neues kommt. Also ich finde es immer total spannend, wenn man dann halt von Cindy irgendwie eine Mail bekommt oder von Marc auch, ey, hier, hör dir das mal an. Und ich denke mir so, okay, krass, das ist ja irgendwie total fresh und neu. So, und da bin ich immer riesen Fan von. Ja. Wie, eure Einschätzung so dazu, wie ist das? Ich meine, klar, Hamburg, zweitgrößte Stadt Deutschlands, gibt eine relativ ausgeuferte Musikszene so. Berlin viel größer, schwer zu vergleichen, aber so insgesamt, es gibt viele neue, krasse, kreative Bands und Projekte hier im Umfeld, im Umland oder halt eben auch deutschlandweit oder sowas. Oder mein Eindruck ist manchmal so, es kommt manchmal so krasser Scheiß aus Frankreich oder aus UK oder sowas, wo ich dann denke so, boah, gibt's halt hier nicht oder so. Oder ist das so ein Vorurteil, weil man das hier nicht so sieht oder so? Schwierig, also ich finde, Hamburg ist halt schon sehr... Also ich finde, die Hamburger Musikszene ist sehr schwierig, sagen wir es einfach mal so. Es gibt super viele Bands, es gibt auch unglaublich gute Bands und auch gute neue Sachen, so wie Derry, die wir auch heute live haben, so finde ich halt mega gut, obwohl es überhaupt nicht mein Musikgeschmack ist, so. Ja. Aber ich finde es total gut, was sie macht. Und dann kommen halt Bands wie, weiß nicht, bestes Beispiel Cold hier ist, aus England einfach, die wir, glaube ich, hier 3-mal gemacht haben, dann im Schrödingers und die kannte halt kein Schwein, aber die haben mich von Anfang an gecatcht. So. Ja. Das war halt schöner Punk einfach so und das ist total großartig, was die machen. Und bei dieser Band ist auch so eine sehr enge Freundschaft und eine sehr große Liebe irgendwie entstanden zur Astra-Stube. So, ich schreibe mit dem Sänger irgendwie gefühlt einmal die Woche so und das macht auch irgendwie die Astra-Stube aus, so, dass wir auch ganz viele Bands hier haben, die auch immer gerne wiederkommen. Ja, so. Es ist einfach sehr nah bei uns, würde ich sagen. Ja, ja, das ist ja eh das Ding, du habt halt also so die Bühne, wie hoch ist die da hier so? Ein paar Zentimeter? 50. Genau, also man sieht vielleicht als kleine Person noch ein bisschen was, aber ansonsten bist du halt voll direkt dran so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und bei den meisten Bands ist es halt so, die kommen hier halt rein und die meisten Agenturen, wenn man dann eine Agentur im Rücken hat, die erzählen denen auch nicht wirklich, wo die jetzt hingehen. Die wissen halt Hamburg und Astra-Stube, okay, dann kommen die halt rein und denken so, fuck, Alter, echt... Hier sollen wie viele Leute reinpassen und sind dann erst so ein bisschen skeptisch, aber werden dann halt direkt durch unsere Durchführerin halt abgeholt. Und das ist halt immer, das dauert, glaube ich, 20 Minuten, alle fühlen sich wohl und alle sind gut drauf. Klar hast du immer Bands, die keinen Bock hatten. Wir hatten hier halt auch schon Bands, die hier reingekommen sind und gesagt haben, nee, hier spielen wir nicht. Und wir abgehauen sind, ja. Tides of Nebula, kann man immer wieder gerne sagen. Das ist, die sind vorgefahren mit einem riesengroßen... Das ist auch so Post-Rocker, oder? Ja, genau. Ja. Die sind mit einem riesengroßen Van hier vorgefahren und der ist erst der Tourmanager reingegangen,
kein Hallo, kein gar nichts, wieder raus. Dann ist die ganze Band reingekommen. Kein Hallo, kein gar nichts. Und ich stand hier so, wollte mich ja nicht verarschen, was ist denn los? Und zu denen hin, wollte mich halt vorstellen, hat die halt einen Scheiß interessiert, dann sind die wieder raus. Der Tourmanager ist nochmal reingekommen, hat dann irgendwie telefoniert und kam dann wieder raus, wieder rein und sagt, ja, wir können nicht spielen. Und ich so, aus welchem Grund denn nicht? Das ist alles abgeklärt mit eurem Booker, ihr wusstet doch, wie groß der Laden ist. Nee, das passt nicht. Ich so, ja, was jetzt? Ja, spielen wir hier nicht. Ich so, ey, wir sind ausverkauft. So, was, wie jetzt? Ach was? Und, ja, dann sind die abgehauen. So, und dann. Und ihr musstet die Tickets wieder auszahlen? So? Ja, die Tickets haben wir dann ausgezahlt, ja klar. Ja. Aber die sind dann ins Logo gefahren. Einfach so, weil die dachten, okay, dann können wir hier nicht spielen, dann fahren wir ins Logo. Und dann hat mich halt der Nils Hergen aus dem Logo angerufen, meinte, ey, hier steht eine Band, die ja nicht bei euch spielt. Und ich ihm das erzählt und er so, alles klar, dann schmeiß ich dich wieder raus. So, ne? Hat er die rausgeschmissen und ich wollte gerade zumachen, da kommt die Band hier wieder an. Ich so, ach, spielen wir jetzt doch. So. Und dann fragte der Tourmanager ganz ehrlich, so, ich würde doch gerne den Schlüssel für die Bandwohnung haben. Ich so, Alter, verpiss dich aus meinem Laden. Ach, ich so, sorry, Alter. Aber ist aber auch schlechter Stil, oder? Total. Also auch einfach ultra unhöflich so die ganze Zeit. Ja. So. Und es... Ich verstehe sowas einfach nicht. Ne? Also dann sagt man, okay, wir sind ausverkauft und vielleicht passen wir hier mit unserem ganzen Scheiß nicht rein, aber dann specken wir einfach ein bisschen ab. Ja. So, wie viele Bands hatten wir hier schon, die gesagt haben, so, oh, das ist also ganz schön eng und haben einfach Sachen weggelassen so, und haben sich enger auf der Bühne. Wir hatten hier schon 9 Leute auf der Bühne mit Instrumenten. Mehr. Ja. Mehr sogar schon. Funktioniert alles. Ja. So. Ja, wo Wille und sowas, ne? Ja, wenn man voll Bock hat, macht man das so. Ja, aber das die Fans... Halt auch das, was ich meinte mit diesen unfreundlichen Bands, selbst das ist halt, selbst das vermisst man gerade. Wie gern würde ich jetzt eine Band haben, die keinen Bock hat, hier zu spielen? Ja, immerhin passiert was, es sind neue Leute, ja. Neue schwierige Leute auch so, ja. Ja, das ist auch was so über die Zeit von der ganzen sozialen Distanzierung irgendwie schon ja auch immer mehr spürbar wird, dass selbst das, was, wie du sagst, eigentlich ganz nett gesagt auch so, dass selbst das, was scheiße ist, vermisst man da ein bisschen so, ja. Total. Ihr habt aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das nur du machst oder auch ihr zusammen alle, ihr macht einen Podcast über die Astra-Stube. Genau, also das mache ich mit Hauke Horreis zusammen, das ist Sänger der Band Othwill hier in Hamburg und der arbeitet in der Hebebühne. Das machen Hauke und ich, das haben wir uns letztes Jahr im April überlegt, weil wir beide keinen Bock hatten, nichts zu tun. Haben uns gesagt, machen wir noch einen Podcast. So, und das haben wir dann gemacht. Die ersten paar Male haben wir noch alleine miteinander geschnackt. Und das war auch so ein bisschen Selbsttherapie tatsächlich, weil so ein bisschen Corona, also was heißt Corona mit dem Lockdown und was mache ich jetzt eigentlich und ich kann gerade nichts machen. Und dann haben wir uns beide so ein bisschen selbsttherapiert und dann haben wir uns überlegt und dann laden wir uns Leute ein. So, und dann haben uns halt immer wieder Gäste eingeladen, ob es jetzt irgendwelche Vereine waren wie Laut gegen Nazis oder Pfand gehört daneben. Die Clubkinder waren bei uns. Oder ob es irgendwelche Bands sind. So. Und mittlerweile machen wir das, also sowieso einmal die Woche, immer donnerstags kommt der raus, Astra Colada. Und wir haben irgendwas zwischen 1300 und 1500 Zuhörer so pro Folge. Und das ist schon. Und auch aufgebaut in einem Jahr ist dann so. Genau, immer schön stetig aufgebaut so. Und das machen wir dann einmal die Woche, sitzen Hauke und ich hier halt und therapieren uns selber. Kommt aber nicht bei Spotify raus. Doch, bei Spotify, ja, ist bei Spotify. Wie ist das so? Macht man da irgendeine Art von Lizenzvertrag mit denen? Das ist eine super Frage, da müsste ich Hauke fragen, weil der das zum Glück alles macht. Aber ja, es kostet halt auch im Jahr halt irgendwie ein bisschen was. So. Ja. Aber das war relativ easy, das halt zu erstellen. Okay. So, und das ist ganz gut. Alles klar. Also jede Woche donnerstags? Einmal Astra Colada auf Spotify. Genau. Und ihr macht noch weiter? Ja, wir machen auf jeden Fall weiter, weil die Therapierunde geht auf jeden Fall weiter. Es wird ja auch nicht besser. Also, es wird ja jetzt nach fast über ein Jahr ist es halt sehr ermüdend. Ja, so ja auch manche Perspektiven düstern sich ja auch dann teilweise auch nochmal zusätzlich ein, also weil man wirklich nicht weiß, wie das weitergehen soll oder sowas. Total. Ihr seid aber relativ überzeugt davon, dass das hier eine Zukunft hat, dass das weitergeht, sei es im neuen Clubhaus drüben oder sonst was und habt ein breites Netzwerk an Leuten. Ja. Auf jeden Fall. Und viel Bock. Ich wollte gerade sagen, und viel Bock. Also selbst wenn dieses Kulturhaus gebaut wird und müssen wir halt tatsächlich wirklich relativ schnell diesen Club halt aufbauen im Endeffekt, weil wir haben ja nur einen nackten Raum. Ne? Also was machen wir damit? Ist ein Neubau dann, ne? Ist ein richtiger Neubau, genau. Und wir haben was dann machen wir da erstmal voll schmieren alles, oder? Nee, ich glaube, also ich bin Fan von vom sehr cleanen Club innen drin halt, aber wir wollen natürlich versuchen, dass wir genug altes Zeug aus der Astra-Stube mit in den neuen Club reinnehmen, dass man so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Klar, es ist ein neuer Tresen, klar, es ist ein neuer Club, so, und er wird auch größer. So, also wir werden halt zwischen 300 und 350er Kapazität. Ne? Also es wird dann halt auch ein bisschen größer werden. Und es wird anders auf jeden Fall, aber wir versuchen halt natürlich ein bisschen den Charme der Astra-Stube halt mit in den neuen Club reinzunehmen. Auch ein ordentlicher Schwung dann so, ne? Zwischen 80 und 300, 350 ist eine völlig andere Booking-Nummer auch. Ja, dann so völlig, völlig, aber voll schön. Also wir haben da auch super, richtig, richtig Bock drauf. So. Also wir wollen natürlich auch weiter bei der Newcomer-Förderung bleiben, dass man den Club dann irgendwie abhängen kann. Und das
kleinerer Raum ist. Das wollen wir natürlich gar nicht außer Acht lassen, weil dafür stehen wir ja. Ich wollte gerade sagen, das genau ja. das. Also wir stehen ja halt auch für Newcomer-Förderer. Ne? Klar, aber so ein Club, der dann die Größe hat, muss natürlich auch bewirtschaftet werden und muss ja auch was erwirtschaften, ist auch ganz klar. Ja. Aber da bleiben wir unserer Linie auf jeden Fall treu, dass wir nichts buchen, was wir selber scheiße finden. So, auf jeden Fall. Und da achten wir, glaube ich, auch sehr, weil dann werden die Agenturen natürlich auch kommen und den Club mieten wollen, ne? Was natürlich auch super ist, weil damit bezahlt man nun mal halt einfach die Miete, ist auch ganz klar. Aber da achten wir, werden wir auch drauf achten, was die da uns da reinbuchen. So, ganz klar. Also ihr wollt da schon auch weiter das Heft in der Hand behalten ja, und Booking-Style-mäßig so das hier in ein bisschen größer und mehr Möglichkeiten quasi, aber ja. das ja. Absolut. Und dann halt auch mal gucken, wenn man eine größere Band hat, dass man dann trotzdem eine kleinere Band nimmt, die sich auch in der Astra-Schule beworben hat und die als Support zum Beispiel mit rein. Ja. Oder das, was Cindy sagt, dass der Laden auf jeden Fall zweigeteilt wird, dass wir immer noch Konzerte mit 80, 100 Leuten machen können. Das muss auf jeden Fall sein. Ja. Ja, das sind eigentlich ja dann doch ganz schicke Aussichten. Aber was, um welchen Zeitraum sprechen wir da gerade nochmal? Das ist alles ein bisschen schwierig zu sagen. Also irgendwas zwischen Ende 22, Mitte 23. Ja. Mit Bau und so kann das alles natürlich ein bisschen länger dauern, aber das ist alles schwierig zu sagen. Also es ist schwierig, gerade einen exakten Zeitpunkt zu sagen, wann das passieren soll. Ja. Und bis dahin? Durchhalten, oder wie? Durchhalten. Bis dahin durchhalten, ganz ja. einfach. Wir hoffen ja auf 22, dass wir dann wieder was machen können. Ja. Selbst mit der Hälfte der Belegung, also wenn sie jetzt sagen würden, okay, dürft ihr da aufmachen, ohne Abstand, aber ihr dürft halt nur 40 Leute hier reinlassen, machen wir auf jeden Fall auf, weil ja. dann macht es irgendwo Sinn, Konzerte zu machen. Ich meine, wie oft haben wir Konzerte, wo hier 40 Leute sind, das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Ne? Klar, aber da machen wir auf jeden Fall wieder auf, logisch. Klar, wir auch. Ja, wir müssen alle wieder warten, auf. Alle warten, ja, die Leute sind hungrig, auf jeden Fall. So. Und ich denke auch, die Leute werden, glaube ich, bewusster danach. Also glaube ich, dass die Leute bewusster auf Konzerte gehen werden. Ja, und halt auch gucken werden, okay, wie voll ist das gerade? Also ich bin momentan so ein Mensch, also ich war nie so der Menschenmassentyp, fand ich irgendwie nie so geil, so große Riesenfestivals und so. Aber da werde ich mir auch überlegen, so gehe ich in 1600 Club rein, wo halt 1600 sind oder nicht. Kann auch ein bisschen Schiss sein, was man gerade irgendwie hat. Aber ich finde so durch diese Isolierung, die man gerade empfindet, finde ich Menschenmassen in Anführungsstrichen gerade anstrengend. Ja. Also ich finde das hier ist gerade noch cool. Aber wir hatten letzte Woche einen Stream im Knus mit der Band Fluppe zusammen, ja. wo wir mit Astra Colada waren und so ein bisschen gequatscht haben. Und da waren irgendwie in der ganzen Produktion so 14, 15 Leute. Und dann natürlich alle waren getestet, alle Masken auf. Aber da kam ich mir ein bisschen unruhig vor, muss ich ganz einfach sagen. Ja. Also, ob das jetzt gut ist, ist die nächste Frage, ne? Ob man nicht zu viel Schiss hat oder so. Aber ich bin einfach vorsichtig, glaube ich. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht so, ja. Ja. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, das waren echt ein paar Infos. Vieles wusste ich jetzt dann auch noch nicht. Ich denke mal, geht vielleicht einigen Leuten auch so, die sich vor allem auch darauf freuen können, dass hier erstens mal stabil weitergeht und dass es auch eine Perspektive gibt, dass genau. und dass ihr Bock habt. Wir haben Bock. Ja. Mega. Bock. So, wir freuen uns auf unsere Gäste. Und ich freue mich auf meine Tresenwesen und auf meine Technikerin, auf meine Durchführerin, die alle wiederzusehen. Ich habe hier noch, dieses Mal vergesse ich es nicht, manchmal vergesse ich es. Alkohol? Vergesse ich's nicht. Also ich hab, muss man ja nicht jetzt trinken, ist zu. Aber wir hatten auch mal dieses, ich weiß nicht, ob ihr da auch dabei wart, dieses, da gab es so ein Supporter-Bier, was man sich kaufen konnte. Schlankes. Ja, genau. Und da konnte man das Club-Logo vorne drauf machen. Ja. Genau, ist von Wildwuchs Brauerei in Wilhelmsburg. Voll gut. Vielen Irgendwann Dank. Mal für einen Feierabend Dankeschön. Oder sowas für Nehme ich heute direkt heute Abend trinken. Ja. Ich leg das Trinkerherz höher. Ja, vielen Dank euch und ich wünsche euch, oder wir wünschen euch alles Gute und alles Beste für die Zukunft. So. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Danke für die Einladung. Sehr schön. Genau.